So, Klonversuch Agent 5. Nein. Klonversuch Agent 16. Falsch. Klonversuch Agent 24. Wo ist seine Krawatte? Nochmal. Klonversuch Agent 37. Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Kino-Start-Highlights. Woche 4. Immer noch August 2015. Hitman, Agent 47. 46 misslungene Klonversuche und nun ist es einem Genlabor endlich geglückt, den perfekten Auftragsmörder zu züchten. Er ist stärker, schneller, ausdauernder und intelligenter als ein normaler Mensch. Doch auch der Leiter eines ominösen Konzerns interessiert sich sehr für das Genverfahren, um seine eigene Killerarmee zu kreieren. Dann fangen wir doch mal mit Ihrem Namen an. Sie sind der Schlüssel zu allem. Eine erneute Realverfilmung eines Computerspiels, das kennen wir ja schon. Computerspiele werden öfters mal real verfilmt. Da haben wir schon gesehen Max Payne, Silent Hill, Prince of Persia, Resident Evil, Tomb Raider, Need for Speed, aber darunter auch schlechte, so wie Alone in the Dark oder Far Cry mit Till Schweiger. Auch Hitman wurde 2007 schon mal verfilmt, damals mit Timothy Olyphant als Agent 47. Diesmal haben wir eine neue Besetzung. Rupert Friend spielt den Agent 47. Der Trailer verspricht viel Action und das ist ja das, was wir eigentlich von Hitman erwarten. Ich bin jedes Mal gespannt, wie ein Computerspiel real verfilmt wird und ganz besonders freue ich mich auf nächstes Jahr, denn dann kommt endlich Warcraft ins Kino. We are your friends. Cole ist ein talentierter DJ, der an dem großen Hit arbeitet, der ihn berühmt machen soll. Der erfahrene DJ James wird auf ihn aufmerksam, bietet ihn an, sein Mentor zu werden und ihn zu seinem großen Durchbruch zu führen. Schulabschluss, Auswahltests, Prüfungsstress, Studienkredite, Jobverlust, Schulden, zerstörte Träume. Das ist nicht unsere Zukunft. Für uns läuft es anders. Wir können eine App erfinden, einen Blog starten, online Sachen verkaufen. Meine Freunde und ich, wir promoten Partys. Bring Freundinnen mit, bring sie mit. Wenn sie aussehen wie du, dann alle. Aber wenn man DJ ist, braucht man nur einen Laptop, etwas Talent und einen Track. Dieser Track ist die Eintrittskarte für alles. Der Kerl da hinten? Der coole Typ da? Der ist DJ. Ich bin DJ. Nur auf kleinen Partys. Kannst du Get Lucky spielen? Auf gar keinen Fall. Ich fange immer mit 125 Beats per Minute an. Wenn man sich an die Herzfrequenz angepasst hat, fährt man hoch. Track für Track. 128 Beats per Minute. Das ist die magische Zahl. Du warst gut da draußen. Du weißt, wie man das Publikum kriegt. Spiel mir was vor. Ich stopp das mal. Ich weiß noch nicht genau, in welches Genre ich diesen Film reinpacken soll. Vielleicht ist es Drama, Musik und eine Romanze dabei. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und Zac Efron für die Ladies. Mann, da sind wir ja durchgerusht. So Leute, das war's wieder für diese Woche Kino-Start-Highlights. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Filme gesehen habt. Dann, wie immer, eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und enjoy the entertainment.